Hallihallo liebe Leute im Livestream und hallihallo liebe Leute, die sich das nachträglich ansehen. Willkommen zu einer weiteren Stream-Session von Boktai. Genau, danke Spiel. Wo wir auf jeden Fall unser Abenteuer fortsetzen werden mit Django und Otenko. Und weiter die Undead und Immortals bereinigen werden. Beziehungsweise die Immortals bereinigen, die Undead machen wir so mit der Sonnenkraft platt. Und werden mal sehen, wo uns das Abenteuer hinführt. Beim letzten Mal haben wir ja zwei Grafen bereinigt, einen Eiswolf namens Gammere und noch so einen Golem. Ja, nun ist unser Abenteuer so weit gekommen, dass wir in einem Wald festhängen, weil wir kein Tageslicht mehr hatten. Sprich, es war ziemlich spät und somit dunkel und wir hatten keinen Schatten und kamen nicht so nicht in den Wald. Was wir jetzt aber in dem Fall nachholen können, weil, ja, jetzt ist helllichter Tag. Also, noch scheint die Sonne, deswegen, ja. Wollen wir mal schauen, ob wir diesmal durchkommen. Jo, starten wir durch. Otenko. Heute ist Sonnentag, der Tag der Sonne. Bei gutem Wetter ist es ein perfekter Tag für Boktai. Danke, Otenko. Na gut, schauen wir mal. Eistal. Ins Eistal wollte ich eigentlich nicht. Okay, warum bin ich jetzt in Eistal? Ich bin ja ganz falsch. Moment. Was sagt die Karte? Wie rufe ich die nochmal auf? Oh, ich habe Lichtfeuerwerk gemacht. Moment. Jetzt sehe ich die Steuerung schon wieder vergessen. Nee, warte mal. Da. Okay. Ich glaube, der Wald bleibt weg, wenn es entsprechend hell ist. Kann das sein? Oder kommt mir das jetzt nur so vor? Oder habe ich gerade irgendwas falsch im Kopf? Egal, wir gehen einfach mal durchs Eistal und gucken mal, wo wir landen. Genau, Max. Ach du Scheiße. Ah, Schieberätsel mal wieder. Yay. Okay, der war schlecht geschoben, glaube ich. Was gibt's hier für einen Hinweis? Django. Manchmal kommst du durch Blöcke verschieben nicht weiter. Zerstöre die Blöcke, die dir im Weg sind. Die Flame Lens bringt Eisblöcke zum Schmelzen. Tja, jetzt habe ich es nur leider so rumgemacht. Gut, gehen wir zurück. Bei Sonne heizen wir doch alle auf. Für gewöhnlich schon, oder? Kriegen Sonnenbrand. Kann man sich aussuchen. Okay, das Schieberätsel ist einfach. So. Und dann habe ich hier schon mal die Brücke. Da brauche ich diesen Hinweis da drüben nicht. Oh, 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 oh. Moment. Ich brauche erstmal Sonnenkraft. So. Oh, shit. Jetzt habe ich zu viel Geräusche gemacht. Ich hau ab. Ein Schlüssel. Oh, ich wurde erwischt. Das hat mich echt noch leichter berührt. Na, was soll's. Genau, hier haben wir eine blaue Tür. Nein, ich wollte nicht klopfen. Verriegelt. Eine Viereckmarkierung auf der Tür. Ich habe nur Dreieck. Gut, passt hier rein. Zurück in die Zukunft auf Russisch. Oha, okay. Das kann ich mir gut vorstellen, dass das interessant ist. Verstehst du wahrscheinlich so viel, ne? Sieht das auch? Nee, nicht wieder die Mimics. Geh kaputt. Geht doch. Gibt's hier irgendwo Sonnenstrahlen? Nee, ne? Sieht gerade sehr schlecht aus.
Na doch, hier gibt's wieder Reserve. Dankeschön. Na, wenigstens die verstehen's, ne? Oh, nein, nein. So, ich bin drüben. Daneben. Ich krieg nur eine vereiste Paprika. Der Blockbuster schlechthin, okay. Hier ist aber alles auf Deutsch und nicht auf Russisch. Puh, hast du dich gar nicht mit Sonnenmilch eingecremt, Max? Das ist natürlich dann schon heftig. Ich meine, ich habe auch schon heftigen Sonnenbrand erlebt. Das war noch beim Mallorca-Urlaub vor etlichen Jahren, wo ich noch jung war. Da hatte ich auch heftigsten Sonnenbrand, so heftigen, dass ich sogar pellende Haut hatte und sowas. War nicht geil. Ich glaube, das ist falsch, ne? Ich brauche diesen Block und den muss ich irgendwie da in diese Lücke kriegen. Geht das überhaupt noch? Ich guck mal kurz. Ich glaube nicht. Ich glaube, ich muss diesen Raum resetten. Nee, das kriege ich nicht mehr hin. Okay, nochmal zurück. Doch, ich muss erstmal den oberen Block holen, ne? -40°F, Durchfall, Erbrechen, Schildfrost und Kopfschmerzen. Au. Heilige Scheiße. Gut, ich habe wieder Scheiße gebaut. Aber wie soll das sonst gehen? Ich muss ja irgendwie über diese Lücke da kommen, ne? Und mehr als Blöcke kann ich hier gerade nicht kriegen, ne? Den einfach darüber schieben, bringt mir ja wie gesagt auch nichts. Und schmelzen bringt mir auch nichts. Okay, dieser Raum ist seltsam. Ziehen kann ich die Blöcke ja auch nicht, leider. Ich sehe gerade die Lösung nicht. Das geht irgendwie alles nicht auf. Ich kann ihn nur nach vorne schieben, aber nicht ziehen. Das ist das Problem, Sinas. Wenn ich sie ziehen könnte, dann wäre es ja einfacher. Dann könnte ich das nämlich lösen, aber ich probiere jetzt mal was. Weil uns ja gesagt wurde, wir können die schmelzen, was dann passiert. Flamme habe ich sogar noch ausgerüstet, okay? Gut, dann bleibt er auch tatsächlich weg. Ja, die kann ich beide halt schieben, aber nicht ziehen. Und wenn ich den schiebe, ich muss ja irgendwie da das in die Lücke schieben. Das geht ja leider nicht.
Weil ich kann ihn ja nur seitlich schieben. Und da hängt ja das Problem. Weil wenn ich ihn jetzt einmal schiebe, rutscht er. Deswegen. Das ist das Problem, dass sie halt rutschen. Sei gegrüßt, Lord Weißbrot. Bringt mir leider auch nichts. Nee, irgendwie geht das nicht auf. Das funktioniert leider auch nicht. Dann kann ich höchstens das in die Lücke schieben, aber damit komme ich auch nicht weiter. Wir lassen hier eigentlich die Sonne in unser Herz. Jo, ey. Ich kann hier weitergehen, gut. Scheiß auf den Raum. Wobei, von hier kam ich, ne? Scheiße. Nee, geht doch nicht. So viel zu meinem Plan. Von da kam ich doch, von da oben. Und hier drüben war ja nur die Paprika. Oh shit, das war nicht gut. So, jetzt versuchen wir es nochmal. Den unteren zuerst, sagst du? Ich habe auch gerade sowas überlegt. Aber wenn ich das jetzt so mache, dann ist die Frage, wie geht's dann weiter? Weil ich könnte den hier theoretisch schmelzen. Okay, ich sehe es gerade, ja. Dann kann ich den so schieben und dann passt er in die Lücke. Geht doch. War doch gar nicht so schwer. So, Sonnenkraft haben wir auch wieder. Oh nein, es ist wie eine Falle. Um Falle zu entschärfen, vernichte alle Feinde. Okay. Nein, 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 nein. Okay, die Mumien brennen. Sehr schön. Die werden verglühen. Aber die Tintenfische nicht. Die beschmeißen mich weiter mit Eiskugeln.
Ausdauer haben die auch noch. Ich soll mal was essen. Moment. Sonst geht das böse aus. Wo habe ich meine Äpfel? Da. Habe ich noch grüne Äpfel irgendwie? 6 Stück. Also nicht wirklich viele. Scheiße. Na, komm schon. So, ein Arm ab. Nein. Sehr schön. Jetzt gibt's Takoyaki. Oh, sehr viele Pilze. Sehr, sehr viele Pilze. Ich habe jetzt echt nur Pilze dafür bekommen. Und ab mit den Armen in den Teich. Dann gibt es hier unten ja gar nichts mehr, ne? Und Schlüssel habe ich nicht bekommen, ne? Ja, das ist natürlich jetzt blöd, so ohne Schlüssel. Hier drüben haben wir wirklich nichts mehr, ne? Aua! Okay, der braucht zu lange. Ne, ich habe nur Pilze bekommen. Wenn ich das richtig gesehen habe. Also ich brauche ja noch den Viereckschlüssel und nicht den Dreieck. Ah nein, das war der Mimik, vergiss es. Ah, okay, ich habe ihn doch bekommen. Da wurde es wahrscheinlich durch die Pilze überschrieben. Ja, sehr schön, wir sind durch. Und folgen wir weiter den Weg. Ein Dark Seal, der Immortal, der das gemacht hat, muss... Aua. Mich hassen, weil ich komme nicht durch. Okay, was sagt unsere Karte? Ich gehe nochmal zurück. So, teleportieren wir uns mal. Und gehen mal hier lang. Ah, hier ist der Wald des Wahns. So, jetzt habe ich sogar einen Schatten. Da ist mein Schatten, er blinkt schön. Für Sol City brauchst du eine Sonnenblume, die im Wald des Wahns wächst, die Sol Flower. Sonnenblumen folgen dem Pfad der Sonne, aber die Sol Flower folgt dem Pfad nach Sol City. Das heißt, wenn ich mich recht entsinne, geh von hier aus einmal... Moment. Das vergesse ich sonst wieder. Einmal Norden, viermal Westen, zweimal Norden, um die Solflower zu finden. Sinas ist vielleicht nicht der Ritter, aber mit Rätseln weiß er dennoch umzugehen. Manchmal wirklich. Aber das hier ist der Wald des Wahns. Könnte sein, dass du bald die Orientierung verlierst. Django, achte auf deinen Schatten. Norden gleich oben rechts.
Okay. Das erkennst du jetzt also. Das hätte ich also das eine Mal... Okay. Osten unten rechts. Westen oben links. Süden unten links. Achte besonders darauf, wohin dein Schatten fällt. Wenn du die Orientierung verlierst, richte dich nach deinem Schatten. Verstanden, Django? Gut, also zuerst einmal nach Norden. Okay, jetzt weiß ich, was gemeint ist mit Orientierung verlieren. Aufzeichnung des Abenteurers. Wieder, okay, das kennen wir ja schon. So, das heißt, wenn ich hier hingucke, das ist Norden. Dann müsste hier Westen eigentlich sein. Die Sache mit dem Schatten ist irgendwie ein bisschen fraglich. Ich gehe nochmal zurück. Falls das geht. Verdammt. Also das ist wieder der Anfangspunkt. Der Schatten zeigt nach Nordosten. Ich versuch's jetzt nochmal. Also Norden. Dann ist hier tatsächlich Westen. Dann muss ich nochmal nach da lang. Dann jetzt andersrum. Und wieder in die andere Richtung. Und dann noch zweimal nach Norden. Das heißt, hier einmal. Und noch einmal nach oben. Yes! Ich hab's hingekriegt. Das ist sie. Das ist die Soulflower. Diese Blume weist uns den Weg nach Soul City und den genauen Standort. Master Otenko hat die Soulflower-Daten. Okay. So, jetzt kennen wir den Weg nach Soul City. Django, verlass den Wald und begib dich nach Norden. Geh zum Platz des Himmels. Von dort aus kannst du zur Himmelsstadt fliegen. Wow, Rang S. Lief echt doch ganz gut, tatsächlich. Ja, geile Sache. Haben wir das Rätsel mit dem Wald gelüftet. Ja, ohne den Schatten ist es, glaube ich, wirklich unmachbar. Außer man weiß den Weg, falls er irgendwie vorgeschrieben ist und nicht irgendwie... jedes Mal neu generiert wird. Aber schon eine coole Sache irgendwie. Jetzt will ich nur gerne aus diesem Wald hier wieder rauskommen, wenn das möglich ist. Jo, sehr schön. Ich hab's geschafft. Ja, sehr gut. Also ich soll ja... Ich will aus dem Wald des Wahns. Okay, ich komme hier nicht mehr raus. Nee, ich komme tatsächlich nicht mehr so einfach raus. Doch. Jetzt haben wir den Ausweg gefunden.